Eisekalt ist es beim Abschlusstraining des SV Werder Bremen vor dem so wichtigen Auswärtsspiel am Samstagabend beim VfB Stuttgart. Dick vermummt kamen die Werder-Profis so von einer Stunde hier auf den Trainingsplatz. Da hat man sie kaum erkannt, da musste man genau suchen. Hab schon gedacht, oh, da fehlen doch vielleicht doch ein paar mehr. Nein, nein, es war nur, in Anführungsstrichen, nur Jiří Pavlenka. Ja, das ist ein bisschen nicht seine Zeit. Ne? Jetzt fällt er auch noch krank aus, nachdem er schon seinen Stammplatz verloren hat wegen Verletzung. Er war auf jeden Fall nicht beim Abschlussring dabei. Das ist eigentlich immer ein deutliches Zeichen dafür, dass er dann auch beim Spiel nicht dabei sein kann. Ansonsten waren alle mit dabei, auch Naby Keita. Da freuen sich ja alle so ein bisschen drauf, dass der dann endlich mal wieder im Kader steht. Nach neuerlicher Verletzung, dann noch Erkrankung. Jetzt war er dabei. Ja, war jetzt kein überragender Auftritt beim Training. Hat ein schönes Törchen noch gemacht. Es war sowieso interessant beim Spiel. Da haben sich die Jungs dann übrigens ihrer Kopfbedeckung oder Kopfbehüllung, Verhüllung, wissen denn nicht. Da konnte man sie ein bisschen besser sehen. Viele, viele Tore sind gefallen. Das ist übrigens deswegen auch ganz interessant. Der VfB hat nämlich schon seit einer halben Ewigkeit, 50 Spiele oder so sollen es sein, kein 0:0 mehr gespielt. Also glaube nicht, dass sich das am Samstagabend ändern wird, denn Werder war ja wirklich im Torrausch. Ich gucke nochmal auf meinen Zettel hier, auf meinen schlauen 1:0 durch Boré. Da ging es gleich ordentlich los in dem Testspiel. Da haben wir leider das 2:0 von ihm verpasst, weil wir uns die 7 Zuschauer angucken wollten, die da sind. Das war noch richtig schön. Also der war richtig gut drauf und dann hat Dux auch gleich das 3:0 nachgelegt und dann kamen die andere Mannschaft. Wir dachten schon, die gehen richtig unter hier. Aber David Kovnatski, ein Lebenszeichen vom Neuzugang, der ja nicht so ganz einfache Wochen hinter sich hat. Richtig schönes Törchen, zu dem kommen wir gleich nochmal. Dann das Stay auf 4:1, aber dann war Naby Keita, da habe ich euch schon gesagt, zum 4:2. Warum ich euch das alles erzähle? Irgendwie muss ich mich ja hier auch warm reden, sonst friere ich hier ein. Nein, es war echt ein nettes Abschlussspielchen, was dann noch getoppt worden ist von der Abschlussübung. Torschuss, 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 also Flanken rein und dann irgendwie die Murmel über die Linie kriegen. Das hat vor allen Dingen was für die Stimmung gebracht. Hier war was los, als wenn es um die WM gehen würde, um Elfmeterschießen oder sowas. Und David Kovnatski dabei echt im Mittelpunkt. Tolles Tor gemacht und dann sah es so aus, als wenn nur noch ein Tor fehlen würde dieser einen Mannschaft. Das wird auch immer in Mannschaften aufgeteilt. Hier ist immer alles Wettbewerb beim Training. Das mal so zur Info. Und dann rauschte er irgendwie rein, zusammenprall mit dem Keeper. Dann erst lachten alle, dann gingen sie doch mal hin. Boah, da hat er sich ein bisschen an der Schulter wohl verletzt. Aber nichts Wildes. Ich guck mal, ist er schon reingegangen? Na, ich glaube, der kickt da hinten auch noch mit. Obwohl es zu kalt ist, wie immer, sind noch alle da und nicht alle, aber die meisten und machen noch ihre Übungen, so Torschuss nochmal. Da war ja Niklas Füllkrug immer ganz weit vorne. In den letzten Jahren haben sich viele jetzt was abgeguckt. Jetzt geht der Trainer auch rein. Ja, was kann ich euch noch sagen? Die Mannschaft, ja, so ein bisschen Druck ist schon da. Ne? Jetzt ist man so blöde aus der Länderspielpause gekommen mit dem 0:3 gegen Leverkusen. Das war so ein bisschen erwartet worden. Jetzt kommt der nächste schwere Gegner, aber eigentlich sollte man wieder punkten. Und vor allen Dingen muss man natürlich aufpassen, dass man hinten gut steht und nicht gleich wieder einen reinkriegt, so wie gegen Leverkusen. Dann wird es gegen die Stuttgarter richtig schwierig. Ihr könnt ja mal unten reinschreiben, was ihr glaubt, wie das Spiel ausgeht. Ich höre jetzt diese Woche mal einmal auf mit Tippen, weil das letzte Mal, das ging gar nicht. Deswegen überlasse ich euch das gerne. Ihr erfahrt natürlich alles in der Deichstube. Was ihr wissen müsst, auch Tipps von den Kollegen, die trauen sich das noch und Statistiken und was wir alles noch haben. Und dann natürlich 18:30 Anschluss sind wir da mit dem Live-Ticker für euch und allem drum und dran. Ich freue mich aufs Spiel, bin echt richtig gespannt, wie der VfB da weiterhin auftreten wird und wie Werder dagegen halten kann. Ich glaube, in der Aufstellung werden wir keine großen Überraschungen erleben. Natürlich könnte man sich überlegen, Niklas Stark mal für Marco Friedl zu bringen. Auch das könnt ihr gerne unten reinschreiben. Aber ich glaube, der Trainer wird der üblichen Aufstellung vertrauen. So, genug gefroren hier. Ich gehe jetzt mal ins Warme mit meinem Kameramann. Tschüss.